Ja, hallo. Ich versuche mal in 15 Minuten zu fassen, wie ein Compiler funktioniert. Die Frage ist, warum sollte man heute überhaupt noch einen Compiler schreiben? Weil, wie der Chef von mir mal sagt, es gibt doch schon jede Menge davon. Aber ich denke, es gibt eine Menge zu lernen dabei. Vor allem über die Sprache, die ich implementiere, wenn ich einen Compiler schreibe. Weil in dem Moment, wo ich den Compiler selbst implementiere, die Sprache selbst implementiere, muss ich mich mit den Specs genau auseinandersetzen und lerne dabei mehr über die Sprache, die ich umsetzen will. Dann ist es natürlich ziemlich cool, einen eigenen Compiler für eine Sprache zu haben. Und es macht Spaß. Ein Compiler ist sehr modular aufgebaut. Und man kann gut beobachten, wie das Programm wächst und funktioniert. Ist eine schöne Sache, kann ich nur empfehlen. Was man können sollte, ist natürlich in einer Sprache programmieren. Man sollte wissen, was ein Compiler ist. Warum sollte man sonst einen schreiben wollen? Und es handelt sich typischerweise um ein Projekt, das aus mehreren Source-Files besteht. Also man sollte schon mal mit Projekten mit Make zum Beispiel gearbeitet haben. Das Problem, das wir lösen wollen, wenn wir einen Compiler schreiben, ist ein von Menschen lesbares Programm in ein von einer Maschine ausführbares Programm zu übersetzen. Dabei ist ganz besonders wichtig, dass das, was das Programm aussagt, also das, was wir lesen können, dass auch das ist, was das Programm nachher tut. Das nennen wir die Bewahrung der Semantik. Das heißt, die Semantik dessen, was wir schreiben, muss das sein, was nachher auch passiert. Das ist der wichtigste Punkt am Compiler, denn wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass das, was ich im Programm sage, auch das ist, was nachher passiert, dann weiß ich nicht, wo der Fehler liegt. Dann weiß ich nicht, ob der Fehler im Compiler liegt oder in meinem Programm. Deshalb ist ganz besonders wichtig, dass ich diesen Punkt berücksichtige. Ein Compiler ist ein Programm, wie jedes andere, das ein Quellprogramm übersetzt in ein Objektprogramm. Der Compiler selbst ist in einer Programmiersprache geschrieben, läuft auf einer Maschine. Das Programm ist erzeugt, das Objektprogramm läuft auch auf einer Maschine. Die können identisch sein oder verschieden. Wenn sie verschieden sind, spricht man von Cross-Compilierer. Wobei das Objektprogramm zum Beispiel auch ein Qualitätsprotokoll sein kann, von einem Syntaxanalyse-Tool oder wieder ein Programm in einer anderen Sprache oder ein Programm in derselben Sprache. Dann spricht man von Beautifier zum Beispiel oder das Gegenteil, ein Obfuscator, der die Semantik eines Programms beibehält, aber das Programm für einen Menschen unlesbar macht. Grundsätzlich ist das Kompilieren eines Programms unterteilt in drei Phasen. Rein kommt das Quellprogramm, das, das lexikalisch analysiert wird. Das heißt, es wird zerlegt in Lexeme oder Token in kleine Teile, da kommen wir gleich drauf, die leichter zu verarbeiten sind als reiner Text. Daraus resultiert ein Token-Stream, ein Strom von solchen kleinen Teilen, die dann syntaktisch analysiert werden. Und durch ein Interface, das wir auch noch näher spezifizieren, zum Code-Generator geschickt werden, dann ein Objektprogramm erzeugt. Die lexikalische Analyse besteht hauptsächlich darin, das Eingabeprogramm in kleine Teile zu zerlegen. Hier ist auf der linken Seite ein Programm in der Form, wie es die meisten schreiben würden, mit der Interpunktion, die für uns gut lesbar ist. Und auf der rechten Seite sind die einzelnen Token durch Leerzeichen getrennt. Das Programm ist immer noch gültig, aber der Compiler wird es auch so besser verstehen, aber es wäre für uns schwer einzugeben mit den ganzen Leerzeichen, das wäre zu umständlich. Deshalb ist der erste Schritt, es zu zerlegen in diese einzelnen Teile, die typischerweise von kleinen Zahlen dargestellt werden, die hier wiederum dargestellt werden durch Konstanten, also zum Beispiel int oder symbol, lparent, void, rparent. Das sind Symbole, die vom Scanner, der Scanner ist der Teil, der das Programm liest, zurückgeliefert werden.
Das heißt, das Programm dort oben zum Beispiel würde den Stream hier unten zurückliefern in Symbol Main, Apparent Void und so weiter. Manche Symbole, manche Token haben Attribute, wie zum Beispiel Symbol hat das Attribut Main oder Integer das Attribut 10. Weil Integer alleine, da wird, wenn ich Integer alleine weitergehen würde, wird Information verloren gehen, nämlich der Wert der Zahl. Was hier auch noch stattfindet, ist das Erkennen von lexikalischen Fehlern, wie zum Beispiel Eingabezeichen, die in im Alphabet der Quellsprache nicht vorhanden sind. Das heißt, wenn jetzt ein Zeichen auftaucht, das der Compiler nicht versteht, dann würde es an dieser Stelle hier eine entsprechende Meldung ausgegeben werden. Wenn zum Beispiel ein Ctrl-G oder irgendwas im Source Code auftaucht, dann würde der Scanner eine Fehlermeldung ausgeben. Der nächste Schritt ist, aus dem Eingabestrom in Tokenform eine abstraktere Struktur zu formen, den abstrakten Syntaxbaum, der hier unten abgebildet ist. In diesem Fall haben wir den als Eingabe ganz oben, wo Input steht, die Formel x und y plus plus minus z mal 2. Ja, die syntaktische Analyse versucht, diese Eingabe versucht eine Regel zu finden, die diese Eingabe beschreibt. Das nennt man die Grammatik einer Sprache. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Jede Sprache ist durch eine Grammatik beschrieben und der Parser, die syntaktische Analysephase, versucht jetzt diese Eingabe, die in Tokenform vorliegt, mit einer dieser Regeln in Einklang zu bringen und daraus entsprechend dieser Regeln eine Baumstruktur zu erzeugen. Das ist tatsächlich der Hauptteil des Compilers, der auch den ganzen Vorgang steuert. Der Parser liest durch den Scanner, das heißt, er liest den Tokenstrom und baut daraus den Baum. In diesem Fall hier, zum Beispiel hat oben der Ausdruck verschiedene Operatoren, die verschieden stark binden. Zum Beispiel das Mal bindet stärker als das Minus, das Und bindet schwächer als das Minus, bindet in diesem Fall aber stärker, weil es geklammert ist. Solche Regeln berücksichtigt der Parser und baut unter Berücksichtigung dieser Regeln diesen Baum auf. Hier sind einige Token hervorgehoben, zum Beispiel die Klammern fallen weg in der Baumstruktur, weil sie nicht nötig sind. Die Baumstruktur ist eindeutig, auch ohne Klammern. Das heißt, wenn der Baum stellt immer durch seine Struktur eben eindeutig dar, was zuerst ausgewertet wird. Zum Beispiel der Minusoperator hat hier auf der linken Seite das Und, weil es geklammert ist, und auf der rechten Seite die Multiplikation. Auch der Inkrementoperator, das Plus Plus. Wir wussten bisher nicht im Tokenstrom, ob dieses Inkrement nach oder vor dem Operanten steht, ob es sich um ein Post-Inkrement oder ein Prä-Inkrement handelt. Nachdem wir diesen Syntax untersucht haben, wissen wir es. Deshalb ersetzen wir das Inkrement-Token durch ein Post-Inkrement-Token. Die Baumstruktur muss nicht unbedingt wirklich als Datenstruktur erzeugt werden, sondern kann auch während des Parse-Vorgangs sie kann auch im Parse-Vorgang selbst, Es muss ein bisschen ins Detail gehen. Wenn ich einen Eingabe parse und dann durchläuft der Compiler verschiedene Funktionen. Und in jede Funktion ruft weitere Funktionen auf. Und diese Abfolge von Funktionsaufrufen erzeugt auch einen Baum.
Und das ist exakt dieser Baum hier. Das heißt, ich muss den Baum nicht wirklich als Datenstruktur erzeugen, sondern durchs Durchlaufen der Funktion an sich entsteht dieser Baum. Und ich kann während des Durchlaufens der Funktion direkt Code erzeugen, ohne eine Datenstruktur aufzubauen. Das ist ein sehr einfacher und sehr effektiver Ansatz, den ich auch verfolgen würde, wenn ich mal etwas ins Detail gehen würde, bei einem längeren Vortrag oder einem Workshop. Der nächste Schritt wäre die semantische Analyse der Eingabe. Wir hätten hier als Eingabe zum Beispiel ein C-Statement, das soweit korrekt ist. Es besteht aus korrekten Token. A gleich als Zeichen 1 und das abschließende Semikolon. Daraus würde man den Baum konstruieren können, der das Assignment an der Wurzel hat. Das Symbol A links und die 1 rechts. Wenn wir jetzt aber in der Symboltabelle nachsehen, könnte zum Beispiel das A ein Array sein, eine Struktur, in der in C nicht direkt ein Wert zugewiesen kann. Also ich kann der Struktur selbst keinen Wert zuweisen, ich kann nur einzelne Elemente der Struktur einen Wert zuweisen. Das heißt, wir hätten einen semantischen Fehler in dem Programm. Eine weitere Sache, die semantische Analyse durchführt, ist die Kontextprüfung, das heißt festzustellen, ob Elemente eines Programms im richtigen Kontext auftauchen. Zum Beispiel, wenn ich ein Break-Statement in C hätte, das außerhalb einer Schleife auftaucht oder außerhalb eines Switch-Statements, dann wäre das zwar syntaktisch richtig, aber da der entsprechende Kontext fehlt, dann handelt es sich um einen semantischen Fehler. Dass die Aufgabe, solche Sachen zu finden, ist das, was die semantische Analyse macht. Auch das Erstellen des Symboltabelle findet in dieser Phase statt. Das heißt, wenn ich was finde wie zum Beispiel int x, dann würde die semantische Analysephase das Symbol x der Symboltabelle hinzufügen und mit der entsprechenden Typinformation versehen. An der Stelle können wir dann Code generieren. Das heißt, der Code-Generator durchläuft den Baum, in welcher Form er immer vorliegt, und erzeugt daraus Objektcode. Was auch immer das ist, Objektcode kann Assembler sein oder ein Protokoll oder es kann Binärcode sein. Für zum Beispiel, wenn ich Just-in-Time kompilieren will, um es direkt auszuführen, könnte ich an dieser Stelle binären Code erzeugen. Der Code-Generator in diesem Fall würde eine Seite des Assignments bearbeiten, in diesem Fall die rechte, die aus dem Symbol Y besteht, das in den Akkumulator geladen wird. Das ist eine Zum-Plus-Operation, die in der zweiten Zeile durchgeführt wird, die synthetisiert wird aus dem Plus und Integer 17. Und die letzte Zeile des Objektprogramms beinhaltet die Zuweisung an das Symbol X. Es gibt verschiedene Modelle, die wir benutzen können, um Code zu erzeugen. Wir können zum Beispiel davon ausgehen, dass die Zielmaschine eine Stapelmaschine ist, dass Operatoren auf den Stack gelegt werden und dass Operanden auf den Stack gelegt werden und Operatoren die Elemente auf dem Stack verändern. Oder wir können davon ausgehen, dass die Maschine einen Akkumulator, also ein Register besitzt, in das Werte geladen und dann dort verändert werden. Oder wir können ein verallgemeinertes Modell des Akkumulatormodells benutzen, in dem mehrere Register zur Verfügung stehen, in das Werte geladen und miteinander kombiniert werden. In dieser Reihenfolge sind diese Modelle schwerer, aber auch effektiver. Stack-basierte Modelle sind sehr leicht zu implementieren, aber nicht sehr effektiv. Registerbasierte Modelle sind das, was heute fast in allen Produktionscompilern benutzt werden. Assembler zu erzeugen, wie hier, ist relativ langsam, weil das Programm zusätzlich noch assembliert werden muss nach dem Kompilieren. Aber Binär-Output zu erzeugen ist extrem umständlich, weil ich die Arbeit des Assemblers im Endeffekt im Compiler auch noch machen muss. Und da moderne Prozessoren sehr komplex sind,
kann das ein Haufen Arbeit sein. Ich habe einen Compiler geschrieben für den 386, 8086 und Alpha. In there, done that, got the T-Shirt and it sucks, weil es ein Haufen Arbeit ist und ein Haufen Sonderfälle zu berücksichtigen und es ist Arbeit, die man wirklich besser den Assembler machen lässt. An der Grenze zwischen Compiler und Betriebssystem ist die Laufzeitunterstützung. Ein Modul, das gestartet wird vom Betriebssystem, das zum Compiler gehört. Dieses Modul ruft das Benutzerprogramm auf. Das Benutzerprogramm benutzt die Bibliothek. Bibliotheksfunktionen kehren zum Benutzerprogramm zurück. Das Benutzerprogramm kehrt zurück zum Startup-Modul, zu dem Programm, das das Ganze gestartet hat. Die Laufzeitumgebung des Compilers hängt von der Sprache ab, das hier ist alles sehr C-spezifisch. Also hier würde zum Beispiel das Startup-Modul würde die Kommandozeilenparameter und das Environment konstruieren und den Rückgabecode von Main ans Betriebssystem zurückgeben. Und in der libc werden eben dann die bekannten Funktionen fopen, fclose, string compare und so weiter und die Character-Funktionen. Das Binden der Laufzeitbibliothek an das Objekt ist auch was, was sinnvollerweise von einem externen Linker durchgeführt werden sollte, der Einfachheit halber. Optimierung ist was, was sehr gerne angesprochen wird, wonach sehr gerne gefragt wird. Aber ja, vorzeitige Optimierung ist die Wurzel allen Übels. Und insbesondere im Compiler ist es sehr leicht, gefährliche Optimierungen einzuführen, die im Endeffekt die semantische Gleichheit von Source und Objekt stören. Und deshalb ist es auf jeden Fall wichtiger, zuerst mal korrekten Code zu erzeugen und dann schnellen Code zu erzeugen. Dazu können wir erstmal das Modell ändern, das Codesynthese-Modell ändern. Von Stack-basiert auf Akkumulator-basiert, von Akkumulator-basiert auf Register-basiert. Es gibt verschiedene kleine Optimierungen, die wir durchführen können, wie zum Beispiel das Addieren eines Werts zum Beispiel der Zahl 1 zu einem Register durch das Inkrement des Registers. Das fällt unter People-Optimizations. Wir können das Quellprogramm auch in seiner abstrakten Baumform umschreiben, in manchen Fällen, um ein besseres Laufzeitverhalten zu erreichen. Aber das sind Sachen, die auch besser aufgehoben werden in einem tiefergehenden Workshop oder längeren Vortrag. Ja, das war jetzt eine sehr, sehr kompakte, sehr, sehr schnelle, sehr, sehr schneller Flug durch die Phasen eines Compilers. Ich hoffe, es war nicht zu kompakt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, dann ist jetzt der richtige Moment. Ansonsten bist du ja noch eine Weile da wahrscheinlich. Ich bin noch ein bisschen da. Ich promote auch mal eben hier mein Buch, in dem das alles sehr schön beschrieben ist. Habe ich vor ein paar Wochen rausgebracht. Beschreibt die Implementierung eines C-Compilers in C, vollständig Self-Hosting. Und ja, ich kann es nur empfehlen, gibt es auch als PDF. Und ja, ich bin noch eine Weile hier. Wenn ich jetzt einen Compiler schreiben wollte, einen C-Compiler für einen Mikrocontroller nutzen können, wie lange würde sowas dauern? Wie viel Arbeit muss man investieren? Mein Wunsch wäre eben, dass ich eigentlich schon einen fertigen und gut entwickelten C-Compiler nehme
und nach Möglichkeit nur noch so ein bisschen Maschinencode ergänze für den speziellen Prozess. Genau. Aber ist das so einfach oder wie viel Aufwand muss man da? Das kann so einfach sein. Das hängt davon ab, wie komplex der Compiler ist. Das hängt vor allem vom Backend ab, also von der Code-Synthese. Wenn der Compiler wirklich guten Code erzeugen soll, dann muss ich ein bisschen Arbeit investieren. Wenn der Compiler wirklich nur erstmal Code erzeugen soll, der funktioniert oder nicht optimal sein muss. Also ich habe meinen Compiler auf Portabilität ausgelegt, also er soll schnell portierbar sein, das war mein Ziel. Und mir hat jemand gesagt, ich glaube nicht, dass er wirklich portabel ist. Wie lange brauchst du, um den auf einen neuen Prozessor zu portieren? Ich habe es in einem Tag geschafft. Okay, ich habe das Ding geschrieben, ich stecke drin. Ist klar. Aber das ist, ich denke, eine Woche ist ein realistischer Zeitraum, um so ein Ding auf die Beine zu kriegen. Aber das ist ein einfacher Compiler, der korrekten, aber keinen schnellen Code erzeugt. Und das Vorgehen wäre dann, dass ich praktisch schaue, wenn der Compiler diesen semantischen Baum aufgebaut hat, dass ich dann die Instruktion, die da quasi aufgerufen werde, abbilden muss auf die Maschinenoperation. Ganz genau, ganz genau. Ich habe also quasi eine Tabelle, in der die einzelnen, für die einzelnen Operatoren Vorlagen sind, wie zum Beispiel addiere eine Konstante zu einem Register und solche Sachen. Und diese ganzen Schablonen muss ich quasi ändern auf den neuen Prozessor. Ja, die Buch-Homepage, meine E-Mail-Adresse, wenn noch Fragen auftauchen, beantworte ich die gerne.